Rusty Lake, spring, 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake. His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. So kann ich links und rechts scrollen. Er hat den Koffer. So. I regret to inform you that your uncle has passed away. He has left you his house and a very special seed. Plant it and start your own family. 572. Fünf. 7, 2. Kennt man. Das ist der Seed. Und wir haben... Ich mach gleich mal noch was mit. Vielleicht bringt's was. Nee? Okay. Das können wir dann für später. So. Jetzt klicke ich den Bone an und klicke auf den Hund, sodass er gräbt. Er hat fertig gegraben, da gucke ich in das Loch und schmeiße den Seed rein, So, jetzt haben wir eine Can und die hängen wir an den Brunnen. Dann lassen wir das ganz gemütlich runter und ziehen die Can wieder hoch. Jetzt haben wir eine Can with Water. Oh, das Scrolling. Achso, ich muss erstmal raus. Funktioniert manchmal nicht, weil man schon noch in einem Screen ist. Und jetzt fängt der Baum an zu wachsen. Jetzt haben wir die erste Szene sozusagen gemacht. Wir haben James. Click on the tree to make them grow. So, Spring 1860. Das Haus. Einige Objekte können gedragt werden. So, er kommt immer noch nicht ran. Hier haben wir unseren Baum. Oh, der hat einen Ast. Den klicken wir dreimal an, dann kriegen wir den. So, dann geben wir ihm das. So. Ja. Oh, ein schwarzes Ei. Ja, was denn? Okay. Hier brauchen wir 3 Diamanten. So, hier haben wir 1. Genau, irgendwie... Müssen wir jetzt nicht mal dagegen kloppen. Da haben wir Nummer 1. Ich glaube, das ordentlich zu schneiden wird der Horror. Weil ich auch nicht mehr weiß. Ach, schaut. Dann geben wir den. So. Und jetzt können wir ins Haus. Wunderbar. Jetzt können wir wieder auf den Baum klicken, damit er wächst. Der Onkel. 1860. Sommer. Das sind die Vanderboom Brothers. Oh, das sieht aber so... Oh, da haben wir... einen Schlüssel gefunden und ein geheimer Hinweis, dass wir ein paar Sachen sammeln können, brauchen. Hier ist ein Stück Holz. Hier ist ein Glas.
Mit denen können wir noch nichts machen. Okay, dann gucken wir erstmal. Oh, ein Schloss. So, eine Axt. Streichhölzer, immer gut in diesem Spiel. Len. So. Er möchte ein kleines Feuerchen. Jo, das ist kein Problem. Dann hacken wir hier mal ein bisschen dran rum. Und machen ein Feuerchen. Oh, und da sehen wir, das Schlüssel Nummer 2. Was machen wir mit Schlüssel Nummer 2? Oh, die Glock ist sehr geil. Wir versuchen mal, dieses Fenster zu öffnen. Aha. Hier haben wir quasi ein Pattern, ne? Links oben, eine Reihe frei, das, dann das, dann das. Also, diagonal und dann eins nach rechts. Und hier haben wir auch solche. Bop, 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 bop. Oh, eine Uhr. Okay, also es ist 9:05. Und wir haben hier eine Uhr. 9:05. So. Na Mensch. Tauchen wir mal in den Nippel ab. Ach, sein Herz ist das. Was? Und jetzt gehen wir wieder aus dem Kopf raus. Halt, so weit wollte ich nicht. Hier. Und hauen dieses Herz, wie wir hier schon sehen, in dieses Glas. So. Jetzt haben wir 2. Sommer 1865, Finding Love. Na, dann finden wir mal die Liebe. Oh. Ah, okay. Hier ist wirklich nur diese Rabe. Okay, der hat eine Feder. Sie hat eine Rose. Oh, schön, Blut. Nee. Ich habe gerade nichts mehr. Ach, er hat ein Taschentuch. Damit kann ich hier den Schmodder abwischen. Und den Schmodder zum Schreiben verwenden. Will you marry me? Oh, und er hat es mit meinem eigenen Blut geschrieben. Oh, da rutscht sie ein bisschen näher. Oh, da kriegt man den Wurm. Den können wir wahrscheinlich hier benutzen. Ja, dann hau mal ab, du. Haben Schlüssel. Schließen dieses Schloss auf. Oh, haben da den Ring. Müssen später nochmal hierher, um das anzuklicken. Müssen wir nicht, aber. So. So. Super. Ist voll verliebt. Mary. Machen wir erstmal chronologisch, ne? Sommer 1870. The Staircase. Oh Gott, nicht das Level. Okay, also wir müssen von hier unten drauf gucken. Dann wieder links unten nach oben, rechts oben nach oben. Und hier haben wir das, ne? Links unten nach oben. Rechts nach oben. Das sind die 2. So.
Dann haben wir unten einen Mond. Also das hier ist ein Mond. Und hier... Ich mach mal das so hier. Nee, warte mal. Ah. Links unten und rechts oben. Links unten, rechts oben. Den Rest mache ich Monde. So, Sonnen. Aha. Ach, hier, Spring 1859. My brother and I are in the final stage of finding the elixir. The Alchemist, unterschrieben. Geil. Okay, jetzt müssen wir noch von hier drauf gucken. Oben Kreis, rechts Kreis, Mitte Mond. So, oben Kreis, rechts Kreis, Mitte Mond. So. Also ich habe erstmal provisorisch alles auf Kreis geschoben. So, hier haben wir noch was. Unten Mond und rechts oben und links unten. Wieder so. Rechts oben ist das hier, links unten. So. Und unten Mond. So. Das ist es nämlich schon. War jetzt gar nicht so schlimm. Und jetzt, ich liebe diese Szene. Jetzt schauen wir, benutzen wir das Fernglas des Binoculars und schauen zum Rusty Lake Hotel. Und sehen hier einen Hasen, eine Taube, ein Schwein und ein Rabe. Hase, Taube, Schwein, Rabe. Hase, Taube, Schwein und Rabe. Nein, und Rabe. So. Und da haben wir das schon. Okay, super. Ja, so, jetzt müssen wir das hier lösen. Dafür schieben wir die Bücher einfach wie wir wollen. Nein, so dass wir rechts und links diese Enden haben. Und ja. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ne? Also, jetzt ist es ja halbwegs offensichtlich. Aber. Nee. Das hier passt. Hier, nee. Ach hier, das hier nach oben. So. So. Gut, und jetzt müssen wir nur noch das hier unten lösen. So, da können wir nämlich dann von außen nochmal direkt draufklicken. Jetzt können wir halt überlegen oder schauen. Das hier wird wahrscheinlich ein S sein. Und hier haben wir dieses Symbol. Hier ist das Dreieck. So, und das passt auch schon. Hier muss was Grünes hin. Ich weiß nicht, vielleicht so. Hier ist rot, da ist rot. Hier muss braun hin. Tja, hier könnte halt noch was Gelbes dazwischen und hier was Grünes und gelöst. So, jetzt haben wir nämlich, genau, jetzt haben wir alles drin. Die drei Sachen und wir können Downstairs. ...1887, Childbirth. Was will die? Die will was zu essen haben. Der Hund hat einen Schlüssel. Den kriege ich nicht. Wir können erstmal hier in ganz gemütlich in die Schubladen gucken. Wir haben hier die Geburtsurkunden von Emma, Samuel und Albert.
Alle am selben Tag, am 26.04. Die Eltern sind jeweils James und Mary. Wir nehmen noch diesen Spoon und den anderen Kram damit. Können die Dingens abschneiden, die Pflanze. Nee, das macht alles keinen Sinn. So, die Pflanze können wir jetzt reinlegen und zermörsern. Super. Und da jetzt, genau, mit dem was? Birth Potion. Und zack, weg. Zack, und hier. Schön. Massenproduktion hier. Ah, und die Placenta Power Fist. Grandiose Band. Kann ich nur empfehlen. Die können wir den Hund zu fressen geben. Wodurch er schläft und wir uns dann den einfach den Schlüssel snacken. Um an die Flaschen zu kommen. So. Damit müssen wir die Babys füttern. Eine. Ich muss die auch noch selber nehmen. Genau, was die wollen, sehen wir hier. Die Emma hat hier irgendwas Blaues. Das könnte Wasser sein. Samuel etwas Weißes. Da vermuten wir Milch. Und Albert hat hier einen roten Fleck. Das könnte Wein sein. Oder Blut. So, und dann können wir fragen. So, jo, super, danke. Und okay. Ach, hier haben wir den Zapfhahn. Das hier war Albert. Das müsste Emma sein. Der wollte das. Nee. So, so. Oder dann können wir mal gucken. Man sieht das, genau, man sieht das hier. Ach nee. Siehst du, Emma war die mit den Haaren. Und wir zapfen das mal an. Oh. Und es ist doch Wein. Ja. Tja. Da habt ihr euch wo von mir auf die falsche Fährte bringen, locken lassen. Super. Da haben wir jetzt 6 von 30. 33. Eigentlich 34. The Elixir. 1870. Das Plus ist 1. Der Punkt ist 2. Wir brauchen aber 3, 4 und 5. LBS, Maßeinheit, sicher. So, und hier haben wir dieser. Also Plus ist 1, ne? Und Punkt ist 2. Jetzt gucken wir, was die 3 ist. Das ist die 3. Super. Das müssen wir einmal hier reingießen. Die 1 war das hier. Jetzt müssen wir gucken, das hier ist wahrscheinlich die 5. Und das ist die 4. Das gießen wir zweimal rein. Und das ist die 5 einmal. Hat funktioniert super, ne? Weil wir haben 3, 4, 4 und 5. Also, das ist die 3. Das wird, glaube ich, die 4. Und das ist die 5. Ja. Was will der eigentlich? Ach so, der will das Elixier. Naja, das haben wir jetzt fertig, ne? Können wir jetzt ihm schon geben oder brauchen wir noch was? Ach so, er will es halt nicht selber, sondern er will es erstmal dem Hund geben.
scheint zufrieden zu sein, ne? Jetzt nimmt er einen Schluck. James. Oh, James. Mensch. Es ist ihm wahrscheinlich nicht so wohl bekommen, ne? Okay, das hier ist bestimmt ein bisschen... Ach, der Wake. Das Erwachen. Sommer 70. Ah, hier können wir schön puzzeln. Das hier... Ah, passt dahin, okay. Ich hätte jetzt eigentlich eher... Erstmal das unten zusammengepuzzelt, ja. Das ist nicht unten. Ja, das sieht... Oh, das könnte gut hier hinpassen. Das ist dann hier, ja. Und das kommt dann da dran. Und das kleine Ding hier sicher dort, okay. Nee? Ist das nicht? Ah, hier muss es. Direkt ranne. Ach so, so. Okay. So, dann hier ist die Schulter. Der Kopf. Und das Haupt. Ah, okay, die Augen fehlen. Hier ist ein Leiter. Ach, okay. Wir haben hier einen Indikator. Deswegen wird das obere wohl richtig sein. Das sieht gut aus. Und jetzt klicken wir nur noch bis hier ein Reh und ein der Baum kommt. Ein Coin. Oh. Hier haben wir auch noch ein Coin. Oh, das ist da. Ah. Jetzt müssen wir hier diese Figur hinpacken. Dafür müssen wir den... Ach, jetzt habe ich es verkackt. Jetzt habe ich es eigentlich verkackt. Nee, jetzt habe ich es wieder verkackt. Was ist denn los hier? Ich muss das unten erstmal wegkriegen. So, genau. Ich will das erstmal hier haben. So, das ist eine sehr gute Basis, weil jetzt können wir einfach easy so, so und so. Jetzt nimmt er seine Griffel weg. Jetzt haben wir drei Silberringe. Wir packen erstmal zwei davon hier hin. Den hier. Den hier. Die beiden hier hin. So, ja. Jetzt können wir dieses Mittelding und den drauf. Wer hat denn nicht ein Auge in seiner Brust? So. Das andere kriegen wir bestimmt von... Nein, will ich gar nicht. Aber ja, okay. Ah! Wir müssen die Münzen auf seine Augen legen. Und kriegen dann das zweite Auge, was wir für ihn brauchen. Okay, jetzt geht hier das Schränkchen auf. Und er steckt seine Zunge so raus, dass wir uns denken können, Mensch, die gönnen wir uns doch mal. Tja, und damit. Child's Play. Albert, Emma und Samuel. Die drei Kinders. So ist, glaube ich. Er will den Stock. Aha. Die Emma. Okay. Elastic Ribbon. Ich will eigentlich gucken, was sie... Er will den Schmetterling, den da. Hm, aber der haut immer ab. Oh, hier haben wir Honig. Oh, hier haben wir einen Stick. Den Stick können wir ihnen jetzt geben. Hä?
Er will eine Zwille draus bauen. Okay. Jetzt brauchen wir wahrscheinlich eine Art Geschoss. Ach, schaut mal. Aha, hier haben wir nämlich jetzt Kolon. Aber wir können den Honig rein tun. Vielleicht müssen wir auch den Schmetterling nerven. Wer hat dich? Oh! Den machen wir ganz schnell einen Deckel drauf. Oh, jetzt schubst du ihn nämlich auch zurück. Na, also, die Emma lässt sich da nichts gefallen. Und er liegt da. Und da schießen wir noch ein bisschen auf diesen, ne? Wop, 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 wop. Tja, Albert, lief nicht so gut. Oh. Poor children. Their lives will be full of misery. But their legacy will be of great importance. So, jetzt haben wir nämlich die drei Stränge. Ja, dann. Ja, ich weiß nicht. Ja, machen wir es mal. So. Emma. Na, ein bisschen älter geworden. Sie will Blume 1. Hier haben wir na, Blume 1. Wir müssen jetzt mit. Wir steuern jetzt quasi hier diese Biene. Und müssen erstmal dieses Orangchen bekommen. Das machen wir, indem wir drei Farben kombinieren oder drei Blumen immer jeweils. So, da haben wir das oben. Und um den Stiel noch zu bekommen, nehmen wir das. Und jetzt sieht die genauso aus wie dort. Haben wir Blume 1. Jetzt brauchen wir sicher 2, 3, 4. So, das könnte eine Kombination aus allen drei Farben sein. Ne, das ist eine andere. Das ist doof. Da haben wir jetzt verkackt. Deswegen nehmen wir uns so eine Hake. Und haken die einfach mal raus. Als wäre nichts passiert. Okay, dann nehmen wir Rot. Oh, die Hake nehmen wir weg. Dann nehmen wir Rot. Gelb. Und ich würde sagen, nochmal. Nee, Quatsch, das hatten wir ja schon. Weg damit jetzt hier. Dann nehmen wir Rot. Blau. Und nochmal Rot. Und jetzt haben wir so eine distigen Dornen. Ja. Und haben damit Blume 2. Für die 3 brauchen wir als Stängel das und das. Das schon mal vorweg. Und jetzt haben wir, ist das ja schon eher eine sehr bläuliches Violett. Deswegen nehmen wir zweimal lila. Ja. Zweimal blau. Super. Und jetzt brauchen wir das. Das sieht. Und es müssen immer abwechselnde Farben sein. Ja, das sieht gut aus. Jetzt haben wir noch den Stängel. Super. Jetzt haben wir alle 4 Blumen. Und die können wir ihr jetzt nacheinander hier einpflanzen. Bup. Bup. Und Bup. Freudig gefälligst. Oh, und wir haben eine sehr spezielle Blume erhalten. Mit ganz
interessanten Samen, die ganz wirr rumschwirren. Oh! Wo gehen denn die hin? Was haben denn die gemacht? Da wurde wohl jemand witbestäubt. So, jetzt haben wir Emmas Story. Gehen wir mal zu Samuel. Um 89. The Clock. So. Oh, hier haben wir. Erstmal. Was interessant ist. Hier haben wir eine Uhr. Ja, das können wir alles nicht so richtig bewegen. Können wir hier vielleicht... Ah, am Fenster finden wir noch ein Zahnrad. Und hier, coming soon, Rusty Lake. To Rusty Lake. The amazing Ida Fortune Teller. Und hier haben wir zwei Ausrichtungen von Zeigern. Das könnte nochmal eine Rolle spielen. Oh, und wir haben hier noch ein Zahnrad. Ich würde sagen, wir reparieren erst, versuchen erstmal das hier oben zu reparieren. Okay. Werfen wir mal das einfach mal irgendwie rein. So, das sieht gut aus. Das ist egal. Hier, das sieht eigentlich auch gut aus. Uns fehlt, das hier muss ich wahrscheinlich drehen. Hier müssen wir dann die Scheibe da drauf machen. Dafür brauchen wir aber noch ein Zahnrad. Und er hat... Nee, da sind die Matches drin. Er will die Säge. Na gut. Geben wir ihn erstmal, was er will. Da haben wir nämlich auch das letzte Zahnrad. Gucken. Das passt. Das sieht gut aus. Das dreht sich. Es dreht sich wunderbar. Machen wir mal das. Ach so, erstmal. Ja. So, okay. Na dann, lasst uns mal ein bisschen schreinern jetzt. Okay, wir richten es mal so aus. Klicken aufs Holz. Und puzzeln das so zusammen. Ach, wir müssen, glaube ich, den Leim. Ja, den Leim nehmen. Wir müssen den auf den Leim gehen. Das sieht. Nein! Wenn wir verkackt haben, einfach einen neuen. So. Hier und hier. Sieht gut aus. So, jetzt müssen wir hier so viel abschneiden. Man kann sich da gut an dem hier unten orientieren. Das muss hier so sein. Das sieht in Ordnung aus. Kriegen wir bestimmt gut hin. Passt. Ja, jetzt schneiden wir hier das ab und pappen das einfach hier dran. Pappen das genau einfach hier dran. Ach nein, da doch nicht. Hier können wir wieder gucken. Wir brauchen so viel. Na, das könnte ungefähr stimmen. So. Ready. Okay. Super. Wir sind fertig mit Sägen, Hitten und Gluen. Und hier haben wir unsere zusammengebauten Stücke da. Okay, ich habe gerade das Ach nee, das kommt hier hin. Hier die Ecke sieht nach dem aus. Das, was so schräg hier kommt, das packe ich mir hier hin. Das Quadrat und das drehen wir ein bisschen. Das dreht sich übrigens von alleine. Passt. Sieht komisch aus, aber er hat seine schöne Uhr. Und jetzt gucken wir nochmal. Hier ist es 3:30. Also, wenn man das so interpretieren will.
Der Große auf der 30 oder auf der 6 und der Kleine auf der 3. Eigentlich ja danach, aber gut. Joa. Oh, schaut mal einer an. Wer ist denn da? Das ist doch die Aida. Die Fortune-Tellerin. So. Ich will jetzt eine rauchen. Ach so, und das wusste sie. Deswegen kam sie an, weil sie eine Fortune-Tellerin ist und hat ihm die Flunte dargegeben. Okay, Masks mit Albert. 85. Das ist eine Maske. Hier haben wir Albert. Der sieht... Der hat sich ja gemacht, ne? So, eine Wasserkanne. Draußen ist schönes Licht. Hier haben wir irgendwas. Hier haben wir auch noch meine Maske drin und ein Okular. Ein Schmetterlingssymbol und eine Vierer-Zahlen-Kombination. So, wir setzen aber erstmal diese Maske auf. Und siehe da, es regnet. Da halten wir mal unsere Can drunter. Unsere Gießcan. Und schütten das mal hier rein. Oh. Und da kommt ein Schlüssel raus. Den verwenden wir mal für da, ja, für die Maske. Funktioniert. Okay, es hat sich ja gerade schon das Wetter geändert. Mit der Blue Mask. Mit der White Mask wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Oh. Ja, da können wir hier so einen Isis bekommen und stochen da mal ein bisschen hier drin rum. Und hier in diesem Rohr hat sich auch ein Schlüssel versteckt. Den verwenden wir jetzt hier. Und wollen jetzt eigentlich auch nicht wissen. Also wollen jetzt auch mal bei klarem Wetter einfach mal rausgucken, ne? So. Oder wollen wir mal bei klarem Wetter rausgucken? Ist auf jeden Fall schön. Hier hat man eine schöne Aussicht auf das Hotel. Was da inmitten des Rusty Lakes einfach liegt. Berge. Ein Häuschen. Eine Mühle. Und noch mehr Berge. Aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Deswegen setzen wir den nochmal die Regenmaske auf. Gucken nochmal durch. Schauen. Aha. Hier mit das U und dieses Dreieck nach links zeigend. Ich sag das jetzt mal, das ist ein U, so ein Dreieck nach links. Es ist ein U und das Dreieck mit links, das war das mit Punkt, ne? Es hat nach links gezeigt, habe ich gesagt. Gut. Okay. Mal gucken, ob wir jetzt im Schnee auch was sehen. Oh, da ist auch wieder ein Dude. Und das Dreieck zeigt nach rechts. Und der Punkt nach oben. Also wir drehen den erstmal hier um 180 Grad und bis um 90 und kriegen hier die Moon Mask. So, die setzen wir ihn mal auf. Wir sehen jetzt hier den Mond und gucken jetzt mal raus. Fünf, zwei, drei. Nee. Eins. Zwei, drei, eins. Nee, mach nochmal. Fünf. Doch, fünf, zwei, drei, eins. Aha. Fünf, zwei, drei, eins. Oh, da ist einer. Man hätte ja jetzt annehmen können, Moon Mask, ne? Dass jetzt Nachtfalter kommt, aber
So, was will der jetzt? Hat er doch. Ach so. Albert, wunderbar. Ganz große Klasse, du bist ein König. Okay, dann gehen wir mal weiter. The Fortune Teller, Ida. No, Sommer 89. Hallo. Oh. Tarotkarten. Mit Symbolen, die wir irgendwie matchen müssen. Aha. Und Voodoo-Puppen. Der Teufel mit dem Kreis. Der König mit dem Dreieck nach unten. Können wir erstmal so machen. Teufel mit dem Kreis. Das hier, oder? Ja, der mit dem Punkt. Und König. Empress gibt's. Empress mit dem nach unten. Und dann gab's eins mit dem mit den X-Augen. Das ist wahrscheinlich der Tod. Der hatte, glaube ich, das hier, ne? Oder? Hatte der, war das das? Ich guck ganz fix nochmal nach. Ja. Machen wir ganz schnell noch. So. So, jetzt haben wir noch drei. Drei Symbole und drei Karten. Okay, da haben wir einen Hangman. Das ist der Hangman. Das ist das hier. Jetzt haben wir noch einen Hermit, der Einsiedler und den Stern. Hier haben wir auch. Aha. Ah, das ist der Einsiedler. Das ist der hier und der ist dann logischerweise Ausschlussverfahren dort. Ja, hier ist. Gib uns was. Hier haben wir ein Schloss. Ach so, der Stern. Ja, der Stern. Und hier ist das Symbol. Na klar, logisch. Der Gehängte hat auch nichts Neues. Und die Puppen hier haben auch nichts. Aber es muss ja irgendwie. Jetzt ja was passiert. Hier ist ja. Aha. Ich hätte einfach nochmal klicken müssen. So, und hier schließen wir jetzt auf. Bekommen eine Glaskugel. Glass Sphere. Sphere, ja. Okay, wir haben das jetzt schon öfters gesehen, deswegen müssen wir das jetzt mal neu. Also der mit dem Bart, der hier hat auch ein Bart, war das. Der Sterngucker war irgendwas mit einem Dreieck, ich glaube das hier. Der Teufel hatte, glaube ich, das hier, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder hatte er das? Wie ist das mit denn dann draußen? Hör mit Hammer. Der Teufel ist das Dreieck nach oben. Und die Empress ist das hier. Und der Teufel ist das Dreieck nach oben. So. Wir könnten das jetzt einfach raten, aber. Oh, der Tote ist der Kreis. Aber ich finde diese Vision so gut. Deswegen klicke ich hier. Ja, noch ein bisschen rum. Ah, die Erhangene hat aber kein Symbol, oder? Ja, der Tote. Auch krass, wegen den Augen. Wegen der Augen. Ach doch, hat sie. Das hier und das da. Ah ne, jetzt muss ich nochmal klicken. Nee. Muss ich auf sie klicken. Ja.
Oh, das Familienporträt. Das sind jetzt alles wirklich Visionen. Aida. Wir danken dir für deine Visionen. Okay, es ist 91. Swing. Wir sind mit Albert und Frank. Frank ist der Sohn von der Emma. Dieser Windbestäubungssohn. Oh, der sieht aus, Alter. Du willst einen Kürbis. Eine Kürbismaske, ne? Easy. Und Leiern. Okay, er will erstmal den Teddy. Aber der Teddy ist kaputt. Hier haben wir einen Kopf, hier haben wir einen Arm. Und Easy ist so ein Vieh repariert. Lassen wir mal ein bisschen schaukeln hier, ne? Hui! Und ab geht's in den Brunnen mit dir. Aber hier vergess nicht dein Teddy. Frank, wir salutieren dir. Ab in den Brunnen mit dir. So, das ist Emmas Pfad. Joa. Selbes Jahr. The Search. Hier, muss ich klicken. Ah, armer Frankie Boy. Hier haben wir auch die Blumen und... Wir nehmen... Was war das jetzt? Ink. Okay, das ist Tinte. Ach, hier können wir puzzeln. Das ist eine schöne Ecke. Das ist eine Kante. Das gehört hier dran. Das kommt sicher hier so rein. Da oben ist die andere Ecke. Dear son, I have been looking for you for so long. If you found this letter, look for me in the stars, your mother. Das ist ein sehr interessanter Brief, weil wir den später noch mal sehen. Hier ist noch ein Puzzleteilchen. Hier finden wir sonst nichts. So. Hier haben wir noch einen Teil. Ja, sie will ihn suchen. Ach so, das... Ah. Ach, na gut, ja. Ich meine, hier müssen wir irgendeine Zahl eingeben. Aber wir können auch erstmal diese Karte zusammensetzen. Hier haben wir Locations, die wir mit dem Fernglas finden können. Und Zahlen dazu, also wirklich Stellen. B ist zum Beispiel 62. Und wir haben hier eine Formel. Wir müssen quasi 62 plus, minus, bla bla bla. Ich mache es mal Schritt für Schritt, glaube ich. So. C ist die Brücke, also oberhalb von der Brücke. So, da gucken wir mal hier. Hier ist die Brücke. Ja, ist hier, ne? Oberhalb von der Brücke war ziemlich hier. Okay, das ist 30 und 5, 35. Minus 35 sind 7 und, oder? Ne, 8, ne, doch 7 und 20.
Wie war's? Nee, doch, 27. So. Plus D, das war diese Kirche. Hä, ist das die? Ist das gleich die? Die? Ist ja gleich das. Das sind 33. Ach, ich muss das. Ah, ich hätte das addieren müssen. Ach, Mann. Okay, das waren 60, 70, 80, 90. So. Jetzt nochmal 30 drauf. Sind 120. Ja. Oder hatte ich mich vor uns verrechnet? Nee, ja, 130. Und A, minus A, ist die Mühle. Das ist beim Mühlenrad. Ah, hier ist die Mühle. 0. Beim Mühlenrad. Hier. Das sind 4. Ja, da nochmal 4 abgezogen. Das sind... Okay, da haben wir richtig gerechnet. So, dann klatschen wir hier noch einen Stempel drunter. Zack, machen das fertig zusammen. Polly. Super. Na gut, dann machen wir jetzt bei Samuel und Ida weiter. Winter 96, The Wedding Photo mit Leonard, Albert, Mary, Ida und Samuel. Leonard ist dann wahrscheinlich der Sohn von Samuel und Ida. Okay, hier haben wir coole Capes und Hüte. Ach, das kennen wir auch. Wir machen das mal so hier. Ja. Weil alle anderen Figuren hatten keine Kombination. Ja. Wir haben 60 Figuren. Und hier haben wir noch zwei Schubfächer. Mit zwei Knöpfen. Und eine Reihe in der Mitte. Und hier, da habe ich auch ewig gebraucht, hier müssen wir jetzt so oft zum Beispiel weiß drücken, wie viel Ecken das Gebilde hat. Quasi viermal weiß, dreimal schwarz, fünfmal weiß. Ne, habt's verstanden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Und die schwarzen Punkte wie hier sind weg. Und wir haben einen Zylinder, ein Head. So. Und hier dasselbe Prinzip. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1. 1, 2. Und die Maske. So. Die Braut bekommt erstmal den Schleier. Der Gentleman, der heiratet den Zylinder. Sie bekommt den grünen Hut. Wegen der Farbe. Das ist unser Maskendude. Die haben wir schon mal mit diesem Hut gesehen. Und der Kleine kriegt dann einfach das. Und dann, bitte lächeln, haben wir das Wedding Portrait. The Painting, Emma.
haben wir wieder schöne Blumen. Oh. Und wieder ein Stößelmörser. Oh. Ah, das können wir so einfach nicht nehmen. Haben wir hier? Hier haben wir einen Pinsel. Okay. Ein Schloss. Okay, wir haben Schwarz und wir haben... Kann ich die nicht wechseln? Na, okay. Sie sucht ihren Sohn. Ah, okay. Eine Turmeric und eine Shell. So. Und hier haben wir schöne Farben. Hier haben wir Blumen mit bestimmten Farben. Und hier haben wir dieselben Formen der Blumen. Zum Beispiel ist das Orange. Hier am Baum. Das Gelb ist hier unten, dieser Bereich. Das Weiß hier und, ne, verstanden, Schwarz. Und das muss Rot. So, Rot wären die Beeren. So, habe ich zu kleinert, aber ich kann die nicht mitnehmen. Das reicht da nicht. Oh, hier unten haben wir, ne. Das können wir so nicht machen. Aha. Hier haben wir einen Key. Damit kriegen wir das hier auf. Wir haben eine Bottle. Mit der Bottle kann ich das hier mitnehmen. Da haben wir jetzt Öl. Okay. Das Öl gießen wir mal hier rein. Und wir bekommen rote Farbe. Dann hauen wir das hier rein. Zermürsen das. Sieht auch wieder von der Geschmeidigkeit genauso aus wie das andere. So. Ja. Verölen das. Ne? Und da haben wir schöne, tolle Farben, die wir jetzt hier drauf packen können. Wunderbar, cool. So, das hier war gelb hier unten, ne? Jetzt malen wir das hier schön aus, schön Bob Ross mäßig. Ja, machen da noch das bisschen hier und dann tupfen wir hier noch ein bisschen und ja. Läuft ja genauso ab. Gut, genau, jetzt nehme ich das und male jetzt hier den Baum orange. Weil Madame das so will. Wupp, wupp, wupp. Na, Bob Ross, der haut ja auch manchmal irgendwelche Farben, wo man sich denkt, willkürlich an irgendwelche Naturkonstrukte. Und sich denkt, nein, das kannst du nicht, das... Was? Wie jetzt hier ein Orange rein? Ne? Wie hier? Und dann macht er das so, oder tupft er das. Und dann macht er noch ein bisschen Weiß drüber oder so. Und dann sieht das einfach noch mega krass aus. So, das hier muss schwarz. Das rot. Das weiß. Und das ist auch schwarz. Also die schwarz. Schwarz, rot, weiß. Okay. Ich mach's mal schwarz. Wupp, wupp, wupp. Na, ich bin so ein Künstler. Wie jetzt. Das hatte sich jetzt aber nicht, weil das ist doch zu unschön gemalt, zu ungenau. Nee, hat's. Ich glaube, es hat's. Jetzt machen wir hier noch den Blutmond. Aber auch sehr geil, wie hier gleich der Strick kam. Jetzt machen wir hier mit Weiß noch das Haus.
Wir haben ja vor uns gerade schon den Strick draußen gesehen. So hätte man es malen sollen. Na, das kann ja auch mal einer eher sagen, ja? Dann hätte ich mir auch mehr angestrengt. Oh mein Gott, jetzt hängt sie da. Mit ihren Tränen. Jetzt hat sie sich erhangen. Das war im Sommer. Jetzt kommen wir in den Winter 96. The Lying Game, das Lügenspiel. Unsere vier Charaktere. Hier haben wir das Bild aus der Jugend, die Szene. Hier haben wir das Familienporträt. Wo Emma noch am Leben war. Aha, das ist unser alter Dude. Oh. Ja, immer mal ein bisschen rumklicken, das hilft. Schon etwas, ne? Kann man schon sagen. Oh, eine Karte. Es schneit. Ja. Incident at Rusty Lake Hotel. Wir schreiben das Jahr 1896 und haben hier im Daily Herald, in der Zeitung, im Newspaper irgendwelche Incidents im Rusty Lake Hotel, was wir auch von unserem Haus aus sehen können. Ja, merkt es euch, das könnte später noch interessant werden, wenn wir den Teil auch noch streamen. Gut, Emma Vanderboon found dead. Haben wir ja gerade gespielt. So. Okay. The High Priestess always tells the truth. The devil always lies. The chariot lies only once. The Empress tells the truth only once. Look outside. Okay, wir müssen erstmal. Chariot lies only once. Devil. Aber von Aida hat man ja vor uns in der Kugel schon einige Hinweise bekommen. Aber ja, zugleich später mehr. Okay, my sister died. The locker code starts with 37. A key is hidden behind the bottom right corner of the painting. Schwester ist tot, ja. Bottom right. Of the painting. Painting? Ist das Painting? Nee, Painting war das hier, ne? Das ist Painting. Hier war, das stimmt auch, 2. Jetzt nur die Frage, ob das hier wirklich mit 3-7 startet. Davon ist abhängig, ob er, wer er ist. Das haut hin. Okay. Und wir haben bisher nur 2 Karten. A key is hidden under the newspaper von Aida. Das würde ich gleich mal kontrollieren, aber ich habe hier schon ein bisschen rumgeklickt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. The devil has my photo in his pocket. Und der locker code ends with 46. Kontrollieren erstmal den Code. 4, 6. So, nein, das stimmt nicht. Einer von beiden mindestens hat dabei gelogen. The devil has my photo in his pocket. So, jetzt hat er hier so eine Auf... Aha, okay. Also ist er der Devil. Können wir gleich sagen, hier, gönn dir, Bro, gönn dir, Junge. Ne? Er ist der Teufel. Und er lügt immer. I don't love Ida. Das stimmt nicht. Er hat ja sein ihr Bild in der Brusttasche. My brother is not married. Ist er. Wir haben das Hochzeitsfoto gesehen. And a card is hidden right off the painting.
Haben wir geguckt? Nein, stimmt nicht. Er ist auf jeden Fall der Dingens. So. Ich hieß, das stimmt nicht. Das stimmt. Das müssen wir noch rausfinden. Also ist sie entweder die Empress oder Chariot. Tells the truth only once. Na, ich würde eher sagen... Aber das ist jetzt reine Spekulation erstmal. A card is hidden behind the top left corner of the photo. Top left. Gleich mal kontrollieren. Auf the photo, das hier. Top left, hier. Das stimmte. Na. Das stimmt. Ends with 9-4 und es ist Sommer. Also, es ist nicht Sommer, das ist gelogen. 9-4. 9-4. Okay, es ist offen. Also, das bedeutet, sie hat zweimal die Wahrheit gesprochen. Mit der Karte und mit dem Dingens. Lies only once. Sie ist Chariot. Sie müsste dann High Priest sein? Nee, High Priestess always tells the truth. 3-7, hart hingehauen. My sister died, ja. Das stimmte auch. Und auf the painting. Haben wir auch. Okay, deswegen hat sie nur einmal die Wahrheit gesagt. The keys hidden under... Nein, das stimmt nicht. Das stimmt. Das stimmt nicht. So. Aber wo kriegen wir jetzt... Ach so. Die haben wir ja hier. So. Pew. I look outside. Ich habe eine... Ein Skull. Was eine Maske ist. Und da haben wir doch unseren Masken-Albert. Zu dem passt doch dieses Ding. Okay. Neunzehn vier Sommer. Das ist jetzt interessant. Wir machen erstmal das hier mit den ganzen Protagonisten hier. Leonard. Okay, wir haben hier vier Instrumente und hier stehen jeweils Buchstaben drauf. TL, GE, BC und A. Irgendwas anderes. Irgendwas. Und die haben alle Papers in den Taschen. Also die zwei. Und die Mutter will unterhalten werden. Na klar. Okay. Aha, und hier haben wir eine Reihenfolge. Das Tambourin macht TLTL. Und die Oboe, die Flöte, macht CBCB. Also... Immer abwechselnd. Wir starten mit C und mit T. Machen wir mal. Wunderbar machst du das. Wunderbar. Schön. Na. Das Scrolling hier ist echt... Ach. Da war es auf einmal irgendwie hinter dem... Okay. Hier ist, haben wir es auch abwechselnd. Starten mit E und mit A. Die Geige mit E. Und hier mit A. Das ist ein E. Und jetzt hören wir uns mal den Spaß an.
There will be blood. What? Aha. Er ist der Sohn von Ada und Samuel. Wie hieß er? Tief. Und die haben wir jetzt hier rein. Achso, was ich noch gar nicht gesagt habe. Genau, wir müssen ja 10 Sacrifices finden. Das sind diese Sachen. Genau, um, ja, ich sag's mal, William wiederzubeleben. Also wir spielen sozusagen den Geist oder irgendwas von William Van de Boom. Und wir haben als erstes, ne, im Prolog sozusagen, als erste Mission das Herz bekommen, weil wir haben von dem Elixier getrunken und sind dadurch gestorben. Und die Sage besagt, oder die Legende oder was auch immer, dass man stirbt und aber wiedergeboren werden kann. Dafür müssen allerdings, braucht man 10 Sacrifices von 10 Familienmitgliedern. Die haben wir: Williams Heart, Emmas Tears, ne, die sich erhängt hat, die Zähne von Mary, die haben wir jetzt gerade, und von James die Zunge, der auch mal genippt hatte, aber nicht so erfolgreich. Gut. Voodoo, genau. Jetzt haben wir nämlich hier die Maske. Und er will irgendwie 2, keine Ahnung, Edelstein-Dingsbums. Okay, hier haben wir komische Gesichter mit Gesten und ein Ding jetzt mit Schlüssel. Aha. Bist du scared oder was? Ah, okay. Oh, cool. Damit die Dinge jetzt angemacht. Ach, hier kann man Sachen bewegen. Und die bewegen sich dann auch entsprechend. Okay, das ist... ihn kann man anbrennen. Und jetzt brennt er auch wegen Voodoo und so. Das sind 2 Gläser. Also finden wir jetzt hier in dem Level 2 Sacrifices. Dann wahrscheinlich von den beiden. So, wir müssen jetzt... Was geht in seinem Kopf vor? Ja, Blödsinn. Wer hätte das gedacht, ne? Sie kann man aber nicht anzünden. Aber hier ist ein Kreuz in der Brust. Kann man bei ihm noch irgendwas... Okay. Ein Schlüssel. Schön. Die Lampe ist runtergefallen, indem er die Hände gehoben hat. Eine Nadel. Okay. Ah, Voodoo und so und, ne? Nadeln.
Läuft. Zack. Oh, ja, hat funktioniert. Okay, sie macht ja so. Ah, geil. Hat schon funktioniert. Okay. Keine Ahnung, wie. Ach, so. Und wir müssen jetzt... Ach, er will die Knöpfe haben. Oh, und da verlieren die wirklich ihre Augen. Weil Voodoo... Ach, hier liegen sie. Ach, er will die Augen haben, nicht... Die Knöpfe, jetzt sind sie tot und... Ach nein, er kriegt sie nicht, sondern die kommen schön hier rein. Ja. Genau, jetzt haben wir hier die Augen von Samuel und Ida. Schließen das. So, gucken erstmal hier rein. The Brood, Albert. Was haben wir hier? Mhm. Träne. Mhm. Können wir gerade nicht viel damit anfangen? Mhm. Das ist Gefäß. Hier ist ein Trichter. Ein Zapfhahn. Hier. Von links. Und die Flasche hier. Die von links und die Zapfhahn von rechts. Und der Trichter. Hier muss von oben rein. Okay. Da können wir doch erstmal ein bisschen bauen hier, ne? Fangen wir mal mit dem Trichter an. Das ist erstmal gar nicht so schwer. Ja, ich könnte jetzt so machen. Ja, wir müssen so machen. Oder? Aber wir können auch so machen. Aber da kommt das nirgendwo hin. Kann ich das? Ah, cool. Das Glas kann ich mitnehmen. Aber hier muss auch irgendwie was rein, ne? Warte mal. Der Trichter nach oben. Hm, okay. Dann vermutlich auf mehrere Male. Ich muss mal gucken. Der Hahn, der Zapfhahn von rechts. Ja, bei mir ist das ein Zapfhahn. Nee, so nicht. Ah, jetzt geht das hier nach oben. Geht hier lang. Geht hier. Aber, ach, nee. So. So, jetzt kommt, genau, jetzt kommt das hier, was vermutlich Wasser ist. Kommt von rechts rein. Okay, super. Haben wir jetzt drin, hoffe ich. Dann brauchen wir das hier. Ah, muss bestimmt irgendwie so. Ja, so rum. Aber wir haben noch nichts. Wir wissen noch nicht, was durch den Trichter von oben rein muss. Deswegen gucken wir uns doch erstmal hier. Eine Potato. Ah, das ist ein Egg. Okay. Ihr Ei. Ah. Oh. Flints, wir haben... Okay. Kann ich dir irgendwie helfen, Bro? Nicht von ihm noch irgendwas bekommen. Er hätte gern ein Glas. So. Pot with Semen. Ich muss natürlich noch vorlesen. Hier, das sah so aus. Das kommt von oben rein. Super. Und dann,
Also das Scrolling mit der Maus ist echt nicht geil. Und mit der Tastatur funktioniert es nicht. Das haben wir, das haben wir. Also erstens und zweitens. Achso, der Siemen muss jetzt auch noch über den Trichter. Flup. Gönn dir. Achso, mit den Flintstones. Ich habe das ja jetzt hier so vorbereitet, ne? Ja. So. Und jetzt kann... Nee, warte mal, wie hat man das? So, ne? Müsste es ja trotzdem passen. Ja. Oha. Und wir kriegen... Alberts Nachwuchs? Rose? 1919. Was ist das? 24. 19. Also, spielen wir jetzt mal Leonard. 1914. The War Hero. Der Kriegsheld. Ja. Da grinst du, ne? Da freust du dich. Willst dein Moped gebaut haben. Oder Daily Herald. War is declared. Samuel Ada Vanderboom. Murdered? Die hat man ja nicht gefunden. What is happening at Rusty Lake? Mit dem Brunnen. Okay, so soll die Karre aussehen. Ja, da fehlt noch ein bisschen was, ne? So. Dann. Der Auspuff muss wahrscheinlich irgendwie. Na. Hier unten dran. So. Das hier. Ne. Der Sattel muss irgendwie drauf. Das sieht aus wie ein Licht. Meine Güte. Was? Das muss doch hier irgendwie so hin. Es fehlen aber auch noch einige Teile. Erstmal das. Achso, es muss ein bisschen höher, als ich dachte. Und das Licht muss auch. Das Licht muss hier hin. Was? Na klar. So. Und das hier, ja. Ah, okay. Ach, da hat man ja auch diesen Strich schon gesehen. Das könnte ein Hinweis gewesen sein. Okay, sehr cool. Und das hier, ach, hier hat man so einen Punkt. Der weiße Punkt muss wahrscheinlich dann hier. Okay. Super. So. Dann gucken wir mal auf diese Flugroute. Das sieht nämlich aus wie die Teile, die wir noch brauchen. Ne, exactly die. So, jetzt brauchen wir sicher A3 Tauben für B2, für C1 und für D4. Und haben wir komische Striche, bunte, die irgendwie komisch gehen. Und diese Art Navigationsrad Richtungsdingens. So, und würde mal sagen, wir fangen mal mit D an, mit dem schwierigsten vielleicht. So, dafür, also der, ich nehme an, der Pfeil ist immer gleich. Der weiße ist schon, geht schon zu D. B geht straight. Den müssten wir quasi nach hier legen. Dass der durch die geht. Der hier macht so einen krassen Knick. Der könnte hier. Könnte der Winkel sein. Und der blaue. Da haben wir keine Ahnung, wie der. Der geht irgendwie. Weg. Den vielleicht hier, dass der hier so hoch geht. Ganz komisch. Okay, hat sich das jetzt irgendjemand gemerkt? Weil wir haben jetzt die Tauben. So. Rote, den wollen wir hier haben. Der weiße passt. Der blaue
vermut mal hier. Genau, der Grün war ja dieser. Zack, zack, genau. Das sieht doch schon mal in Ordnung aus. Jetzt sehen wir auch, wie der Blaue geht. Ach, hier haben wir auch die Symbole, so ein Ei, eine Welle und zwei Wellen. Der Weiß hat gar nichts. Und wir haben jetzt hier vier, die nach D fliegen. Und hier sieht man das auch, ne? Hier Kreis, eine Welle und zwei Wellen. Okay, dann drücken wir doch mal die Glocke, die Glocke, die Glocke, die Glöck, das Glöckchen. Und da kommen schon die Täubchen mit einem Bikepart. Jetzt können wir halt gucken. Das ist das Runde hier. Das muss da ran. Und müssen wir es mal hinsetzen. Und können das dann hier zack, ranploppen. Super, cool. So. Dann brauchen wir für A3. Hier ist sicherlich rot wieder nach links. Das Grüne, den Grün ein hoch. Den Blauen können wir wahrscheinlich vergessen. Den Blauen können wir versuchen auf C zu lenken. Von hier vielleicht. Von hier. Ich weiß nicht, ob das auf C geht. An den Grün einen hoch, Rot runter. Also Weiß und Grün einen nach links. Ja, alle einen nach links. So, Blau erstmal weg. Den hier nach direkt. Den nach da und den nach da. Jetzt können wir uns nochmal angucken. Ah, Weiß stimmt noch nicht. Weiß und Blau muss ich tauschen. Da habe ich wohl einen kleinen Fehler gemacht. Weiß und Blau tausche ich. Naja, nicht ganz, aber wir haben auf jeden Fall 3 bei A. Und schicken die dann mal los. Und holen die dann nochmal zurück. Aha, da kommen welche. Super. Da haben wir noch einen Teil. So, und jetzt können wir halt gucken, dass wir B und C in einem Rutsch kriegen. Für für B geht Rot nach links hoch. Grün können wir hier ganz außen machen. Blau ist halt Kacke, ne? Keine Ahnung, wie blau muss. Oder blau irgendwie. Blau vielleicht eins nach oben. Weiß. Ich würde halt sagen, grün. Weiß. Und rot. Ich gucke erstmal so. Also grün. Hier. Weiß dann hier und rot hatte ich gesagt. Hier, so mittelschräg. Und blau gucke ich einfach mal, was es macht. Okay, und jetzt blau hier. Das sieht gut aus. Blau nicht hier, sondern hier. Ah, nee. Ah, ich muss. Ach doch, B müssen ja nur 2 hin und C1 passt. Blau ist egal. Leutner, oder? Auch krass. Die Tauben schon so einen bewussten Flug haben. Wunderbar. So, ich weiß ganz genau, ich werde so daneben fliegen, dass das alles kalkulierbar ist. So, jetzt werfen wir erstmal alles hier runter. So, jetzt haben wir hier nochmal so ein sowas hier. Ah, hier steht auch A dran.
Deswegen pappen wir das an. Hier ist BB, ne, da oben, und hier CC. Hier ist ein X und hier ist auch ein X. Na dann gönnt ihr ab in den Krieg mit dir, Leonard. So, Winter 1918. The Trenches. Tja, lief ja gut, ne? Mein Kollege. Geht in dem irgendwas vor? Ne, wir können... Oh! Den Schlüssel nehmen wir natürlich mit. Türen lassen wir alle offen. Mhm, yes. Eine Schere. Und mit dem Schlüssel kriegen wir eine Zange. So. Jetzt können wir mal gucken mit der Schere. Okay. Kriegen das aufgeschnitten. Kriegen da die Kugel raus. Ah, wir können mit der Schere kriegen wir. Okay. Hier hat er wahrscheinlich auch eine Wunde. Ah, da schneiden wir das auf. Das sind zwar willkürlich gesetzte Pflaster. Ah, die müssen wir jetzt so anordnen, dass wir kein Blut mehr sehen. Und die Kappe können wir auf sein Bein, stülpen. So. Nee. Ah, hier ist ein Pfeil, ne? Da konnte man... Ah! Ah, Captain! Oh, jetzt hat er die Augen offen. Ist eine Truhe, aber wir haben keinen Schlüssel dazu. Eine gruselige Person, die wollen wir auch zusammensetzen. Ah, das hatten wir auch in einem Flashback. Jetzt können wir auch nichts anderes machen. Oh! Ah, jetzt können wir hier... Jetzt haben wir hier schon zwei Personen. Ja. Mhm. Ach, meine Fresse. Wie oft willst du denn noch in die Luft fliegen? Oh? Passt ungefähr, ja. Ist hier noch das Geweih dran. Passt. Er will nach Hause. Ja, glaube ich gern. Der Krähenmann. Hello, brother. Save Leonard. We need him to find a treasure. Okay, wir haben einen Schlüssel. Eine Gasmaske.
zwei Gasmasken. Na dann nutzen wir nochmal die Granate. Oh. Oh. Das sieht aus wie ein Code. Ha. Achso, nee, das ist so in Ordnung. Ah, das muss so. Hier ist der durchgestrichene Kreis. So, und so. Okay, wir haben das Dreieck mit Strich nach unten, durchgestrichener Kreis und ja, diese 5 da. Dreieck nach unten, Kreis 5. Damit kriegen wir jetzt das hier auf. Und wir haben einen Fuß gefunden. Ihr werdet es nicht glauben, aber es ist sein Fuß. Und der Fuß gehört ins Glas. Es ist nämlich der Fuß des Leonard Vanderboon. So. Fall 1919, Communication mit Rose. Und los geht's. Oh, die kleine Rose. Ah, hier sind wir. William. Vanderboon und Alice Vanderboon. Jo, können wir. What is your first name? Wir sind William. W. I. L. L. I. A. M. Hat funktioniert. What is your last name? Da muss ich nochmal gucken. Vanderboom. Ganz normal, wie man es spricht. Okay. D-E-R-B-O-M. Do you want my key? Yes. Yes. What do you want? What do you want? Noch mehr Schlüssel. Live. Wir wollen leben. Timepieces. Wir brauchen 3 Timepieces, um das Gate zu öffnen. Und wir brauchen 10 Sacrifices, um wiedergeboren zu werden. Aber wir wollen erstmal live. What do you need to live again? What do you need to live again? What do you need to live again? Die Timepieces. Oder und Sacrifices. Nee, erstmal die Sacrifices.
Ja. What do you need to open the gate? Timepieces. Oh yeah, Rose, help us. Please help us. So, das war 24. The Well Part 2. Das ist Part 2? Okay, dann spielen wir erstmal Part 1. Das ist 29. Das ist The Well Part 1. 1924. Fall. Frank. Frank, wir erinnern uns, der kleine Junge, der in den Brunnen gefallen ist. Gefallen. Von Albert. Okay, Water, Food und Wooden Stick. Das und ein Strich, ne? Y-Strich. Oh. Na, ein Glück haben wir den Teddy mitgehabt. Ah, hier. Das. Sharp Rock. Nee. Food ist das hier. Schaut, kriegt man. Ach! Okay. Albert. Ganz schön albern. Berries. Achso, du willst Berries, ne? Ja. Okay, super. Dann. Nehmen wir erstmal den hier. So. Und ab nach oben mit dir. Cup with liquid water, wollt man, ne? So, jetzt wollen wir ein Fisch. Food. Das, was wir vor uns schon hatten. Das an zweite Stelle, das an erste, so. Okay, grilled fish. Und die haben wir Fishbone, jetzt wollen wir einen Stick. Fishbone und so ein Y mit so einem Strich hier, das hier, genau. Haben wir einen Stick. Ach, den braucht er was, um sich vorzubewegen, weil er nicht mehr laufen kann. Krass. Frank. Okay, jetzt haben wir The Well Part 1 gespielt. Dann kommt jetzt The Well Part 2. Okay, ich nehme schon mal den bunten Stick. Aha. Please help me. Drink, food, wooden stick. Hier steht jetzt drink, nicht mehr water. Wir lassen es mal runter. Und wieder hoch. Wir haben es ja den Gegenpart schon mal entdeckt, gewusst, gesehen. Okay. Also er will ein Drink. Also, die steckt halt fest da, ne? So. Ah, hier mal ein Cup. Hier mal ein Regenwurm. Voll Matches.
Gross. Genau, das hat Frank vor uns getrunken und das schicken wir jetzt auch runter. Ja, eigentlich würde ich es wieder gern zurücknehmen, aber... So, jetzt will er Food. Food. Den Stock können wir hier nehmen. Wir haben hier eine Falle. Wieso? Wir haben Holz. Wir haben Holz. Wir können das anzünden. Aber wir brauchen... Was machen wir jetzt damit? Ah! Jetzt ist so ein Fisch reingeflogen, ne? Diese verdammten, gierigen, würmerfressenden Luftfische. So. So. Was will sie eigentlich? Fragt sich, was da im Brunnen ist. Grilled Fish. Und ab geht's. Und drauf geht's. Achso. Ja, jetzt will er einen Wooden Stick. Den können wir einfach so drauflegen. Und kurz bis er dahin gerumpelt ist. Und da bringen wir einen Frank mit raus. So, was passiert jetzt? Was haben wir hier? Fall 26. 27. 29. Okay, also rechts, links, Mitte. Checkmate. Ach ja, Albert ist ja schuld, warum Frank... Wir nehmen dir mal... Ne? Schade. Albert ist ja schuld, dass Frank das erste Mal überhaupt in den Brunnen gefallen ist. Cerebrum. Das Gehirn. Und hier ist... Na, so. Hier steht auch schon das Glas bereit. Und Albert schaut nicht so überzeugt. Und er will ihn auch tot sehen. Wir schälen erstmal die Kartoffel. Natürlich zu einem Chess King. Den stellen wir dahin. So. Er ist natürlich der König. Wieso ist er der König? Okay. So, dann haben wir noch dieses Rätsel. Also es hat auf jeden Fall was mit diesen Abständen zu tun. Okay, wir gehen mal davon aus. Also ich sag mal, ich starte oben. Einmal nach unten. So. Genau. Also ich habe erst hier. Jetzt habe ich hier. Jetzt wieder einmal hoch. Jetzt gehen wir zweimal runter. Jetzt gehen wir zweimal hoch. Jetzt gehen wir wieder zweimal runter. Einmal hoch. Runter. Hoch. Runter. Und wir haben das Jazz Horse. So. Hier kann man nicht hinspringen. Also müssen wir ein bisschen... Ah. Ja. Ein bisschen kreativ sein. Um ihn zu schachmatten. Jetzt ist nämlich er der König. Oh, und jetzt... Ja. Jetzt müssen wir hier Cerebrum. So. Jetzt haben wir hier zwei Cs. C. E. C.
Jetzt brauche ich ein R. R. E. B. Ein R. R. U. U. Und M ist. Hier hat man auch gerade ein M gesehen. Hier M ist, auf dem M steht der König. Das ist auch der Hinweis. Jetzt haben wir Albert's Brain. So. Albert's Brain. Da ist es. Jetzt fehlen uns nur noch die Haare und das Blut. Um das mal ein bisschen zu spoilern. Na, das ist 33. Nee. Ich spiele erstmal 27, das Bad. So. Wir brauchen hier zwei Schlüssel und haben das. Ah, das ist wahrscheinlich das wieder mit dem Pflaster, wie bei den Pflastern. Müssen hier alle Dingens bedecken. Und wir machen mal das Fenster zu. Da ist es schon mal ein bisschen gestiegen, die Temperatur. Aha. Okay. Das nehmen wir mal mit. Können wir hier einfach so Feuer machen? Nee. Okay. Er hätte es gern wärmer. Natürlich. Hier können wir uns erstmal Wasser holen. So. Das Wasser stellen wir jetzt hier hin. Nee. Können wir noch nicht warm machen. Hat er irgendwas? Nee, hat er nicht. Ich habe nur die Matches. Und hier haben wir reingeguckt, hier haben wir die Matches rausgeholt. Jetzt habe ich hier bestimmt irgendwas übersehen, oder? Hier an dem Spiegel. Ja. Da. Da haben wir einen Schlüssel für das erste Fach. Da haben wir die Kohle. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt können wir es warm machen. Und jetzt machen wir hier auf. Da ist es hier auch nochmal warm. Haben vorher das Wasser gekocht und geben ihm noch Wasser ein. Er will es immer noch ein Stück wärmer haben. Da haben wir das, glaube ich, noch nicht ganz richtig. Ah, hier guckt noch ein bisschen was raus. Ja, und kriegen den zweiten Schlüssel. Ich ein bisschen zu vorschnell. So, wir haben eine Schere. Und oh nein, oh mein Gott. Er sieht jetzt ja total zivilisiert aus. Und haben die Haarsträhne. So. Leonard Fall 29, The Treasure. So. Was hast du hier Schönes? Aha. Timepiece. Ist hier mit der Schaufel vom Stein aus drei Frösche nach rechts, drei Käfer nach oben.
Drei Grillen nach links, zwei Käfer nach oben, zwei Frösche nach rechts, ein Käfer und nochmal drei Grillen nach links. Okay, gucken wir uns erstmal um. Hier, das sieht doch wie ein Frosch aus. Und hier können wir anklicken und der springt. Hier haben wir eine Münze, was so aussieht wie, okay, hier graben. Und hier haben wir einen Stein, von wo wir starten müssen mit dem Frosch. Eins, zwei, drei, so. Hier haben wir eine Schaufel, aber er weiß nicht. Hier haben wir einen Käfer. Den müssen wir jetzt auch hier hinsetzen. Genau an dieselbe Stelle wie den Frosch. Ja. Und hier 1, 2, 3 springen lassen. So. Und jetzt brauchen wir eine Grille, die nach links läuft. Wir starten mal so und so. So, wir müssen aufpassen, dass wir immer auf Lücke haben. Also hier geht es darum, die grünen nach links zu bringen, wie hier diese Steine. Und die grauen, braunen nach rechts, wie diese Steine. Nur 3-3. So. Die können sich überspringen, wie man hier sieht. Oder die bewegen sich nur eins nach vorn, wie man hier sieht. So, und jetzt ist halt wieder so geil. Hier kann man wieder springen, springen, springen. Der ein und dann springen, springen. Dann geht der ein, dann springt der und zack. Und damit haben wir das Rätsel gelöst, also das Puzzle. Ja, dann haben wir jetzt hier eine Grille. Die muss 1, 2, 3 nach links. Der Käfer muss 1, 2 nach oben. Der Frosch von dieser Stelle aus 1, 2. Der Käfer nochmal 1. Und die Grille 1, 2, 3. Und auf dieser Position müssen wir graben. Und hier haben wir ein Timepiece bekommen. So war das damals, 29. Genau, also neben den Sacrifices, die 10, die wir hier sehen, wo wir auch noch einen brauchen, brauchen wir auch Timepieces. Das sind diese schicken Amulette. Und wir haben schon 29 von 33. Deswegen würde ich sagen, fackeln wir nicht lang und 33, 30. Machen mit Frank weiter. Stars. Hier haben wir nämlich dieses Very Miserable Achievement, was wir wirklich nur hier spielen können. Also erst später. So. Oh. Ah, okay. Das mit dem Scrollen ist hier echt. Was haben wir hier? Hier haben wir Sternkarten. Hier haben wir auch nochmal eine. Hier, das ist Emma mit ihm. Das ist Frank. Damals noch mit Brille. Das Fenster machen wir auf. Da haben wir den Brief. So. Und jetzt. Okay, wir müssen erstmal ihn den Brief geben. Dear son, I have been looking for you for so long. If you find this letter, look for me in the stars, your mother. Den haben wir vor uns schon gerade vor einer Stunde, einer halben, dreiviertel, haben wir den erst abgestempelt. Verstehst du, Junge? So.
2, 3. Jetzt ist er weg. Und Dale Vandermeer, born 18.12.1930. So. Ja, das ist unser Bruder, ne? Da, Oldingsbums. So. Hier ist immer wichtig, wo ist der, wo kann man den Anfang finden. Das kann man nicht bewegen und das hier unten kann man nicht bewegen. Der nächste Kreis, der hier hat an den beiden Stellen Striche nach außen. Deswegen muss man entweder das hier so wählen oder so wählen. Ich mache das jetzt mal so. So, das sieht schon gut aus, ne? Weil das hat eine, schon eine Zahnrad. Ne, das haut nicht hin. Ne? Also wir müssen hier... Ne. So, ja. Ah, hier. Ne, das haut auch nicht hin. Das hier in der Mitte kann man halt nicht bewegen. Deswegen muss es entweder so sein oder so sein. Also es gibt halt nur die zwei. Oh, ja, natürlich. So, jetzt haben wir diese Sterne. Ups. Diese scroll mal hier nach rechts. Hier diese Sternbilder. Da müssen wir die Sachen, die wir hier gefunden haben, drauf matchen, einordnen. So, jetzt brauche ich bestimmt wieder ewig. Um zu überlegen, zu gucken, was ist. Das hier. Genau, das ist das ganz oben. Das ist die Crow hier. Wir können es uns nicht mehr angucken. Ach doch. Ah, hier. Cube. Hier haben wir ja schon eins. Super. Wir können die leider nicht so wegdingsen. Ach man, ich hatte es doch schon fast. Genau, das ist das hier. So, so, so. So und so. Sieht irgendwie noch nicht so ganz richtig aus, ne? Dann ist es halt so. Nee? Ach nee, der hier ist nicht richtig. Aber das ist ja voll mies. Das ist nicht hier. Das ist gar nicht hier. Ist das... The Tree... Hä, das... Okay. Was ist denn dann doch hier? Dann hier? Strange. Okay, wir gucken erstmal hier rein. Das hier könnte... Das hier... das ganz oben sein. So. So. Dann... So, dann das hier. Und so. Ja, okay. Das ist der Tree. Okay, dann haben wir hier. Ah, hier. Haben wir den Cube. Na, das kenne ich jetzt selbst auch. Zack. So, direkt daneben. Hier haben wir. Das hier, hä? Nee. So hier, oder? Nee. Ach Quatsch, das hier, so. So. Das ist hier dieser komische Arm. Nach unten. Und das ist der nach oben? Nee, 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 nee. So hier. Das hier ist Quatsch. Ja. Genau, das ist der Deer.
Warum? Warum geht das vor uns nicht? Okay. So. Jetzt haben wir keine Karten mehr. Wir müssen hier schauen. Hier haben wir ja auch so was wie eine 2. Nee. Nee. Aber was könnte das sein? Zack, 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 zack. Ein Z mit nochmal einen Zacken drin. Ich bin halt echt nicht so gut in sowas. Zack, 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 zack. Das ist die Mutter. My son. My son. Read my letter. Und die sind einfach nur zur Verführung da. Aber hier kriegen wir jetzt diese komische... So, hier diese komische 2 vom... Ja, ist der Rabe, ne? Also... Hello, Brother. Der Rabe ist wirklich unser Bruder Olsen. Make sure the grandchildren find 3 timepieces. Bring the branches back together. Oh. Da ist was rausgefallen. Read my letter. Ja, machen wir. Da wo ein V ist. Hier. L-O-V-E. Lofe. Dann lofe doch mal. L. O. U. Nee. War das echt hier gleich? V. O. Hm. Alles überscrollt. Jetzt auch wieder. Lofe. Und wir haben das zweite Timepiece. Von dem zweiten Grandchildren. Erhalten. Oh, hier kreuzen sich die Trees, wo wir die Timepieces haben. So, jetzt müssen wir nur noch mit, genau, mit Rose. The Last Dance, Spring 1933. Musik. Musik. Ah, hier haben wir es nochmal. 10 Sacrifices, 10 Family Members, 1 Rebirth. Und hier die Sachen. Sankius. Brauchen wir jetzt. Okay. Einmal sind wir das. Ah, ja. Das können wir nur in eine Richtung schieben, bis es wirklich am Ende ist. Bedeutet, hier, zack, zack. Hier brauchen wir diesen Blocker. Damit er da rein kann. Ja, easy, also. Achso, das ist ein Reset. Okay. So, und jetzt bop, bop, bop. Nee, jetzt habe ich es mir verbaut, oder? Nee. Nee, ich kann es immer noch so hier machen. So. 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 Und so. Ist zwar bestimmt nicht so gedacht worden, aber. Nee, jetzt bin. Hä? Ach so. Ah. Müssen wir auf die Seite und das von dem blocken lassen. So. The Thunderbooms Family Time. Record.
So, und hier oben haben wir The Lake Suite. Okay. Nein. Okay. So. Also das nächste ist erstmal ganz einfach. Wir brauchen hier, wir haben diese Disc drin. Und jetzt ist hier dieser, haben wir hier diese Schnitzerei oben drüber. Was man auch als Pfeile interpretieren kann. Also rechts, rechts, links, links, rechts, 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 links, 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 rechts, rechts. Und die beiden wollen tanzen. Und jetzt, je nachdem, wen man anklickt, in die Richtung wird geführt, wird getanzt. Bedeutet, wenn ich sie anklicke, wird nach rechts getanzt und er nach links. Also es hat nichts mit dem Rhythmus oder irgendwas zu tun, sondern wirklich nur, auf welche Person man klickt. Was? Habe ich es falsch gemacht? Ah ne, hat noch einmal gefehlt anscheinend. So, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt können wir nämlich Rekord Nummer 2 aufnehmen und voll den DJ machen. Und ja, sie mit ihrem öden, schwarzen, tristen Klamotten kann ich ja überhaupt nicht ab. So. Werf dich doch mal in Schale, ja. Du willst doch deinem Cousin gefallen. Nicht zu dieser Musik, oh Gott. Leg mal was Poppigeres auf. Yeah, swing, Bebe. So, jetzt haben wir hier rechts, 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 links, rechts, links, rechts, links, links, rechts, rechts. Ja, ich denke auch, es ist genug. Es ist wirklich genug. Oh. Oh, die Platte ist gesprungen. Ah, hier haben wir eine Nadel. Und dann tschub, haben wir hier ihr Blut. Womit wir jetzt alle 10 da. Womit wir jetzt alle 10 Sacrifices haben und spiele noch 1932 The Graveyard. Ja, The Graveyard. Okay. Ach. Hundi, solange du nicht wieder in irgendwelche Sachen pisst, ist ja alles okay. Ah, hier müssen wir wieder so Sachen zusammenbauen, wie bei dem Moped. Ach, das ist ein Bein. Was ist das hier? Auch ein Bein. So. Ach, gut, dann buddeln wir mal ein bisschen rum, ne? Und graben einfach mal von allen irgendwelche Knochen aus. Aha. Lass mal nichts anfangen. So. Immer so. Okay. Würde sagen, das hauen wir erstmal alles hier rein. Gucken mal, wie was wohin passt. Das ist ein Fuß, der nicht hierhin gehört, sondern hier. Das ist ein Arm. Das ist eine Hand zu dem Arm. Das ist ein Arm.
Seine Hand zu dem Arm. So, jetzt fehlt uns noch ein Bein. Da haben wir hier diese coole Box gefunden, wo drauf steht, das plus das ist Month und Uhr und Maske ist, also davon Tage. Wir machen erstmal das hier, nämlich Uhr und Maske weist auf Samuel und Albert hin. Und da addieren wir die, die Tage, die wir da finden. Das sind die beiden. Das ist hier die 30, die 3. Und hier ist die 30. Also geben wir hier 33 ein. Und hier brauchen wir die Monate von der Blume und von der, naja, diesem runden Ding. So, da haben wir hier eine 10 und hier eine 12. Ja, die Blume, also von Emma. Und Aida ist dieses, ach, dieses Auge, das soll ein Auge sein. Natürlich wusste ich das, hatte ich mir schon immer gedacht. Ja, das ist eine 22. Genau, da haben wir hier von Albert ein etwas schwerwiegenderes Grab. Wo wir etwas schwerer rankommen. Und können das Beinchen hierhin packen. Ja. Und dort in seinem Schädel haben wir das Timepiece. Und damit den dritten Enkel mit dem Timepiece beglückt. Gut, der Branch noch wächst. Und hier ne, die 33. Szene quasi von dem Spiel. Hier kommt halt alles drei schön zusammen, ne? Alle drei wieder. Alle drei Enkel, würde man sagen. Frank von Emma, die Windbestäubung. Leonard, das Kind von Aida und Samuel. Und Rose, dieses komische Baby da, was in dem Alchemie-Labor gezüchtet ist, wurde. Spring 1935 Roots. Das ist ein Underground. Wir haben hier William. Hier haben wir die Uhr, die wir manipulieren können. Rose, Leonard und Frank. Ja, aber nochmal, hier sieht man, S, Samuel und Aida haben ihre Augen verloren. Mary, die Zähne. Albert, das Hirn. Und von Emma gab es die Träne. Wie Emma. Und dann hier James die Zunge. Dingens hier, das Blut. Rose. Leonard hat den Fuß gegeben und Frank, das Auge, das Haar. Jetzt steht bei dem J eine 1 und bei dem, also bei der Zunge eine 1 und bei der Haarsträhne eine 3. Und hier müssen wir auch irgendwas, eine Waage. Und haben auch hier diese Buchstaben. 6 davon. So, dann. Ah, okay. Nehmen wir den erstmal die Timepieces ab, anscheinend. Und. Aha. Müssen die jetzt hier einsetzen? Die Alchemist Brothers. Und. The Crow and the Dead Man. Achso, das kann man auch aufmachen. Ja, ich gebe erstmal alle. Und Simsera. So, dann machen wir mal hier die Uhr auf. Und die Uhr auf.
Hier stehen alle Zeiger, kann man sehen, auf, ich sag mal, es ist 3:15 in meinem Kopf. Oh, was ist da los? Ich könnte auch sagen, der Große auf der 9, der Kleine auf der 2. Ui, ui. Jetzt ist sie auch weg. Ja, klasse. Aha, jetzt geht das hier auf. Okay. Hier haben wir 9 von den 10 Sachen. Und die können wir jetzt schön anordnen. Bis wir anscheinend hier ein Gleichgewicht rausgefunden haben. Und anhand der Zahlen, die da standen, hier diese Zahlen eingeben für die jeweiligen Opfer, was die jeweiligen Leute gegeben haben. Ne? Hier. Und dabei ist allerdings zu beachten, dass hier die Zunge die Wertigkeit 1 hat und die Haarsträhne eine 3. So. Wir probieren das jetzt mal ganz kurz aus, die Haarsträhne. Weil das gerade offen ist. Eine 3. Okay. Und die Zunge war eine 1. Zunge auf eine 1. So. Das kann ja nicht funktionieren. Da kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Das ist das Tricky-Ische hier dran. Wir müssen erstmal das Gleichgewicht einstellen. Die Augen sind sehr schwer, wie man sieht. Deswegen packen wir die beiden auf die 1. Hier, da sind wir nämlich auch im Gleichgewicht mit der 3 hier. Das Blut ist für eine 3 ein bisschen zu schwer. Deswegen packen wir es mal hier auf die 4. Ist es vielleicht nicht so schwer für eine... Ah, muss es vielleicht... Moment. Ich mache hier mal Platz auf der 5. Nee, okay, da muss es auf eine 2. Ich nehme mal die 2 hier links. Weil, ja, sehr schön. Jetzt sieht man ganz richtig schön, dass es alles im Gleichgewicht ist. Die Zunge ist eine 1. Auf dem Bild hat man gesehen, die Zunge... James ist eine 1. Hier haben wir aber eine 5. Also muss man quasi das gegenrechnen. Machen wir gleich. Die 2 ist ein bisschen zu weit oben. Die 3 ein bisschen zu weit unten. Müssen wir mal da einfach. Wir tauschen die Sachen. So. Wunderbar. Gleichgewicht. Die 5 hier hinten ignorieren wir erstmal. So, die Augen sind das Schwerste. Ne, erstmal die Zunge. Ne, erstmal hier. Die Strähne ist eine 3. So. Genau wie die Zähne und das Hirn. Hier steht, die Strähne ist eine 3. Von F. Genau wie. Ach, was? Das irgendwas und das Hirn. Die Zähne. Zähne und Hirn. Zähne waren M, M und A. M und A ist eine 3. Hier ist M und A. Hier. M und A ist eine 3. So, das ist unser Anfang. S und I, Samuel und Ida. Samuel und Ida haben jeweils ein Auge gegeben. Das Auge, hier, die sind sehr schwer. Also, und die haben eine 1. So, jetzt dürfen wir hier aber keine 1 eingeben, weil eine 1 ist die Zunge. Und die Zunge steht auf einer 5. Deswegen invertieren wir das. Also wir nehmen die 3 quasi als Mittelwert. Hier ist die 1 und hier ist die 5 und drehen das einfach rum und sehen sozusagen das Gewicht.
als Gegenpol zu der Zahl, wie es hier steht. Also das könnte man als Federkraft bewerten und das Gewicht dann halt als Gewicht. Und die Federkraft halt, was dagegen wirkt. Und die haben wir hier als numerische Zahlen. Aber wir wollen den Gegenwert, also das eigentliche Gewicht, die Gewichtung, was hier keine 1 ist, sondern eine 5 in den Fall. Na, ist das ungefähr klar? Nee, eine 5. S und I ist eine 5, eine 1. Nee, Quatsch. Ich habe es ja richtig erzählt, aber falsch eingestellt. So, das ist die 5. Weil die Zunge James ist eine 1. Haben wir James? Nee. Die Zunge ist eine 1. Können es mal so rum machen. Zunge ist eine 1. Hier ist aber eine 5. Okay. Das nächste ist eine 4. Was da drunter ist, weil wir haben keine andere 5. Sind die Tränen von Emma. Emma, hier Tränen von Emma. Das ist eigentlich, da steht eine 4, aber es ist das nächste zu James, zu 1, also eine 2. Also ist E eine 2. So. Jetzt brauchen wir noch Rose. Rose hat das Blut gegeben. Das Blut ist hier eine 2. Also auch recht schwer. Ein bisschen leichter aber als die Augen. Also die Augen sind eine 5. Also hat Rose eine 4. So, ich hoffe, das war okay, verständlich. Oder ihr habt es einfach, falls ihr das als Walkthrough benutzt, einfach die Zahlen reingehämmert und geskippt halt ein bisschen und zack, so. Balance the substance of your past life. Genau. 6. Und wir haben jetzt noch das letzte Glas erhalten und packen das hier drauf. Und ja. Jetzt lassen wir die Roots unsere Sacrifices auszutschen. William. Wir müssen ihm jetzt quasi die Sacrifices geben. Zack. Da ist unser wunderschöner Baum. Es vergeht Zeit. Es vergeht noch mehr Zeit. Und Rose, komm mit deinem Kind aus dem Wasser zurück. Und das ist das Ende von Rusty Lake. Roots. So, ja, wir haben 33 von 33 Szenen, Episoden, wie auch immer, gespielt, erfolgreich, haben unsere 10 Sacrifices von den 10 Familienmitgliedern und jetzt haben wir eine neue Quest. The past is never dead. It's not even past. Go back to your roots by finding a gold family emblem near every family member. Use this first hint. Dann gehen wir mal zurück und schauen bei James rein. Hier haben wir nämlich den Koffer und den James. Wir wollen aber den Koffer. So. 666. Ach hier.
Genau, das hatte ich ja schon. Hat man ja schon das letzte Mal gemacht. So, hier haben wir erstmal ein Emblem. Nummer 1. Und wir kriegen einen goldenen Rahmen. Hier haben wir jetzt schon einige Hinweise, die uns weiterhelfen können, oder ja, um in den restlichen Porträts weiterzukommen. Da würde ich mal mit Albert. Albert hatte, ja, der hatte das hier. So, und da haben wir hier beim Demon. Ja, jetzt müssen wir das einfach hier so einstellen. Das bedeutet, ich drehe das Rad. So, hier unten so und das hier nach rechts offen zur Seite. Und wir kriegen eine neue Karte. Und noch ein Emblem. Jetzt gehen wir mal zur Queen auf. Ich kann es nicht lesen. Die Pflanzenlady, das war die Emma. So, und dann haben wir hier eine Reihenfolge 3, 4, 2, 4, 1 in römischen Lettern. Und wenn ich mal das Bild wegnehme, haben wir hier drüben einen Kasten. Und da kann ich jetzt ganz easy diese Reihenfolge hier einfach anklicken. Die 3. Ich muss die Blumen anklicken. Die 4. Die 2. Die 4. Und die 1. Und siehe da, tralala, eine neue Münze. Unsere dritte im Bunde. So. Samuel, was haben wir denn bei ihm? Hier können wir schneiden. Hier haben wir das. Ach, und wir haben eine Uhr. Beim Wheel of Fortune. An dieser Stelle haben wir eine Zeigerausrichtung und können dann in diese Uhr auf 5 nach halb 10, 11 ist das dann vielleicht, stellen und haben eine weitere Marke bekommen. Aida, das war ja die gute Frau, die mit den Karten erst angefangen hat. So, und jetzt können wir gucken, wie wir die neu sortieren. Wir haben nämlich hier schon schön die roten Punkte drauf, also die roten Markierungen. Und haben hier zum Beispiel den Hangman rechts unten mit diesem Kreis. So, dann Star hatte das. Der Tod, den Tod. Ach so, da ist es. Der ist nur so sehr übermalt. Der Hermit, der war das hier. Ja. Und genau, den haben wir jetzt. Den klappe ich mal wieder ein. Dann die Empress. Genau, die ist. Ach so, die ist da. Ich habe gerade bei der Queen geschaut. So, und der Teufel ist hier, Mensch. Super. Jetzt müssen wir einfach nur noch mal klicken. Und dann zeigt sie uns ihre goldene Marke. Machen wir mal weiter. Leonard, der hat diese Täubchen. Die Täubchen sehen wir hier auf der Death Card. Man sieht unter den Symbolen mit den Halbkreisen immer noch eine Welle oder einen Kreis. Das sind die Markierungen am Hals für die jeweiligen Tiere. So, dann kommt das erstmal weg. Der rote ist auch da. Ach hier, das ist ja auch schon richtig, ja. Die mit ohne Markierung muss dahin. Das ist hier die weiße.
Das ist das recht links unten, das Bild. Und die letzte, die mit dem einen weißen Dingens am Hals, muss hier hin. So. Dann schicken wir sie mal weg. Und holen sie mit dem nächsten Clip wieder. Und oh, sieh da! Eine neue Marke. Okay. Machen wir mit Frank weiter. Hier haben wir den Hermit, was er ja darstellt. Den Einsiedler. Genau. Mit den weißen Buchstaben C-R-O-W darauf. Tja. Hier haben wir weiße Buchstaben. Was machen wir da nur damit? Ne? Dann klicken wir mal hier die Reihenfolge durch. C, hier ist ein R, ein O und ein W. Und dann kriegen wir hier The Lover's Card. Und nimm die neue Münze mit. Das werden wir gleich mal als nächstes machen. Und zwar müssen wir dann zurück zu Mary. Mary. Hier. Aber wir müssen an diese Hand. Und genau in der Reihenfolge mit den Zahlen klicken wir die Finger an. Also, der Ringfinger ist die 1. Der Ringfinger ist die 1. 2. 3. 4. Und nochmal ein kleiner Finger. 5. Und da bekommen wir die vorletzte Marke. Und jetzt haben wir noch Rose. Ja, du hast ja deinen Schmetterling umgebracht. Ich habe mal auch das. Aha, hier. Hier also. Gut. Tell Rose the letters in the names. So, Rose. R1, S2, bla bla bla. Ne? So. Und wir kennen ja die ganzen Charaktere, die wir jetzt leiden gesehen haben und wissen wir auch, wie sie heißen. Da haben wir Rose, Samuel, James und so weiter und müssen jeweils den Buchstaben der Person eingeben für Rose. So, da haben wir erstmal R1, also R1, Rose, erste Buchstabe ist ein R, ne? Ist nicht so schwer. Ja, so. Samuel ist ein U. James ist das T. Albert, das T. Mary. Ich sage jetzt absichtlich nicht Mary. Und haben das erste Wort fertig, anscheinend. So, L. Leonard. Dann I. Ada. Was ist ein A? Frank. Da ist es K. Und E. Ist ja auch egal, weil das E ist hier. Und komm auf Rusty Lake. Oh mein Gott. Ja, genau. Und damit haben wir alle 10 Marken und haben hier unten ein neues Kapitel. Hello, brother. Find the elixir. Okay, wir müssen das Elixier für ihn finden. Gut, da haben wir hier unsere Alchemie-Sachen und können dann
jetzt die verschiedenen Elemente miteinander kombinieren. Zum Beispiel Feuer und Erde ergibt Lava und uns das dann hier so ins Regal stellen. Genau. Als erstes, also genau, wir sollen jetzt das Elixier herstellen. So, dafür braucht es einige Schritte. Wir nehmen jetzt einfach die Lava und verarbeiten die weiter. Nämlich, wenn wir jetzt noch Luft hinzufügen, bekommen wir Stein. Ja. So, und mit dem Stein können wir jetzt noch mehr Luft hinzufügen oder vielleicht auch besser gesagt altern lassen, so dass wir dann Sand erhalten. So, den Sand können wir jetzt erhitzen und bekommen Glas. Und wenn wir jetzt noch Wasser hinzufügen, bekommen wir ein Glas mit Wasser. Ein Wasserglas. Gut, jetzt nächstes kombinieren wir Wasser mit Luft und bekommen eine Wolke. Und die kombinieren wir mit Erde und bekommen ein Plant. Eine Pflanze. Da jetzt noch Wasser drauf, dann haben wir eine Alge. Wenn wir die Alge jetzt mit nochmal mit Wasser kombinieren, bekommen wir eine Shell. So, und die heben wir erstmal kurz auf und machen uns noch einen Stein. Das haben wir ja schon rausgefunden, wie man das macht. Wir kühlen die Lava mit Luft ab und kombinieren jetzt den Stein mit der Shell und bekommen Kalk. Jetzt brauchen wir noch eine Alge. Dafür brauchen wir wieder Wasser und Luft. Gehen wieder von der Cloud zu Plant, haben die Alge und kombinieren die Alge jetzt mit Erde und haben ein Small Egg. So, Small Egg kombinieren wir jetzt mit dem Kalk und bekommen ein richtiges Ei. So. Jetzt haben wir Ei und Bottle of Water. Was wir jetzt auch hier auf dem Wanderbooms Banner sehen können. Mit dem Baum dazwischen. Ja. Na, wir brauchen nicht das Wasserglas, sondern wir brauchen das normale Glas. Wir brauchen ja jetzt das Glas, ja, dafür brauchen wir Sand. Da gehen wir erstmal hier über Lava. Zack, zack. Kommt Sand und das Glas. So, und das Glas kombinieren wir jetzt mit. Genau, und bekommen Elixier. Wunderbar. Starten wir mal wieder mit der Cloud. So. So, und jetzt Erde für den Plant. So, und jetzt legen wir das erstmal ab und machen uns nochmal Sand über Lava. Zweimal Luft. So. Und kriegen hier Grain. So. Das brauchen wir jetzt mit einem Glass of Water. Das Glass of Water brauchen wir wieder Glas, also wieder über Lava, Stein und Sand. Nee. Doch. Ach ja, klar. Hier Feuer. So. Dann Wasser drauf und den Grain rein und dann bekommen wir Wodka. Für das andere brauchen wir erstmal Metall.
Dafür brauchen wir Feuer, Erde, Lava, brauchen wir erstmal wieder Stein. So. Mit Feuer. Ja, mit Feuer. Und das jetzt nochmal mit Feuer und bekommen Elektrizität. Geht das mal hier runter. Holen wir uns nochmal eine Portion Metall. So. Das Metall müssen wir jetzt allerdings bearbeiten. Und zwar mit einem Stein. So. So. Genau, wir schärfen das Metall sozusagen und bekommen ein Blade. Dieses Blade kombinieren wir jetzt mit Electricity und bekommen eine Küchenmaschine. Oder besser gesagt, in dem Fall ist es eher ein Mixer. Super cool. So, den Mixer stellen wir erstmal zur Seite. Dafür brauchen wir jetzt noch Glas. Das war Sand und haben wir jetzt Glas. So. Und mit dem Glas und Elektrizität bauen wir uns eine Lampe. Und diese Lampe benutzen wir, um aus der Plant eine Fruit zu machen. Und für den Rusty Lake Cocktail machen wir jetzt Fruit Juice durch den Mixer auf, mit der Frucht. Und kippen dazu noch den Wodka und bekommen den Rusty Lake Cocktail. Super. So, für das nächste Achievement, dem White Cube, brauchen wir mal wieder ein Plant. Dafür nehmen wir Wasser und Luft. Genau, da haben wir jetzt die Cloud. Und haben hier das Plant. Hauen da jetzt noch Luft drauf, damit er wachsen kann. Und bekommen einen Baum. Den Baum stellen wir erstmal ins Regal. Und bauen uns ein Blade, um uns dann für was Schönes draus schnitzen zu können. Dafür brauchen wir wieder Lava, einen Stein. Metall und dann benutzen wir das mit dem Blade und schnitzen uns Holz. So, genau, das Holz kombinieren wir mit Feuer und haben Feuerholz oder eher besser gesagt ein Campfire. Lassen das Ganze noch durch die Luft jagen, haben Kohl, das verwenden wir mit viel Druck, bekommen einen Diamanten. So, und der Diamant ist die eine Hälfte vom White Cube. Die andere Hälfte kriegen wir, wenn wir mal wieder von einem Plant ausgehen. Wässern das Ganze und haben eine Alge. So. Jetzt haben wir noch wieder Small Eggs. Allerdings brauchen wir jetzt nochmal eine Alge. Deswegen machen wir den ganzen Spaß nochmal. So. Und die Alge mit den Eiern bekommen wir einen Fisch. Den Fisch verwenden wir jetzt mit dem Diamanten und haben einen White Cube. Yay! So, für das nächste und letzte Achievement in der Reihe, für den Black Cube, brauchen wir zum einen einmal den White Cube. Und ja. Dann noch etwas anderes, was ich jetzt aber noch nicht so spoilern will, sondern ich fange erstmal wieder mit der Lava an und baue mir einen Stein.
aus dem Stein. Ja, ich mache erstmal Sand und Glas. So. So, das Glas will ich jetzt kombinieren. Und zwar, nee, das brauche ich nicht. So, mit, nee, nicht damit. Mit Elektrizität, um eine Lampe zu bekommen. So. Nochmal den Weg der Pflanze. Denn wir brauchen wieder irgendetwas Organisches. So. So, da haben wir mal wieder unsere Alge und unsere Small Eggs. So, die Small Eggs brauchen wir für gleich. Denn wir müssen noch, nee, denn wir müssen nochmal über die Pflanze gehen und die Alge und brauchen das Shell, so. Das grinden wir mit einem Stein wieder zu Clay und kombinieren das Ganze zu einem Ei. So, und das Ei brüten wir jetzt aus mit der Lampe und bekommen einen Raben. Und den Raben kombinieren wir jetzt mit dem White Cube und bekommen unser Black Cube. So, das waren jetzt alle Achievements, die wir jetzt brauchten. Und können jetzt weitermachen. Hello, brother. Find the elixir. Und Eldos, unserem Bruder, you drink first, brother. Das Elixier geben. Tja. Don't worry. We are always here in our past and future lives. Better give me the seed. Better give me the seed. The fate of Rusty Lake lies in this small seed. I have to leave now. Mr. Owl needs me. But we will meet again. In this life or the next. Also ist unser Bruder Mr. Crow. Eldos Vanderboom ist Mr. Crow. Den haben wir ja im Laufe des Spiels hier auch schon immer mal gesehen. Ja, cool. Und er spielt ja auch in anderen Rusty Lake Teilen und vielleicht auch von anderen Spielen der Entwickler eine Rolle. Okay, congratulations, you found all family secrets. Thank you for playing. The story of Rusty Lake continues, bla bla bla. Super, dann haben wir jetzt alles abgeschlossen.